Geben Sie sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden, da Gott Sie für Herausragendes bestimmt hat. Wissen Sie, was das Wort mittelmäßig bedeutet? Ein Leben auf halbem Weg zwischen Erfolg und Versagen. Lernt ein bisschen über euch selbst. Wer von euch findet das spannend? Und hey, ich weiß nicht, ob ich selbst dafür bereit bin, aber für den Fall, dass ihr in diesem Punkt weiter seid als ich, möchte ich euch einen Vorschlag machen. Wenn ihr wirklich mutig und bereit seid, Kritik zu ertragen, bittet einen guten Freund oder jemanden aus eurer Familie, euch zu sagen, wie er euch sieht. Ich überlege noch, ob es eine liebevolle Person in meiner Familie oder meinem Freundeskreis gibt, der ich diese Frage stellen könnte. Wir wissen nicht, was wir zu hören bekommen, wenn wir jemanden fragen, was sind deiner Meinung nach meine Stärken und was sind meine Schwächen? Am besten ist es, wenn ich Dave das frage. Ich weiß nicht genau, wie Gott Dave geschaffen hat, aber Tatsache ist, er ist genau das, was ich brauchte, um zu überleben. Ich habe ihn erst vor kurzem gefragt, gibt es etwas, das du gern an mir ändern würdest oder woran ich deiner Meinung nach noch arbeiten sollte? Er antwortete, nein, ich mag dich so, wie du bist. Es ist gut, dass er mich nicht gefragt hat. Ich hätte wahrscheinlich gleich eine ganze Liste aufgestellt. Das ist wirklich wahr. Er ist ein großes Vorbild für mich. Ich sage euch etwas, das in eurem Leben einen Funken entfachen könnte. Setzt euch mal mit eurem Körper auseinander. Wisst ihr, ihr seid ganz wunderbar. Ihr seid herrlich und ausgezeichnet gemacht. Ich meine es ernst. Gebt in einer Internetsuchmaschine mal die Frage ein, wie funktioniert der menschliche Körper? Was ist nötig, damit wir einen Tag lang überleben? Ihr habt ungefähr 5,5 Liter Blut und in jeder Minute zirkuliert dieses Blut 3-mal durch euren Körper. In jeder Minute zirkuliert euer Blut 3-mal durch euren Körper. Erstaunlich. Euer Blut legt jeden Tag über 19.000 Kilometer in eurem Körper zurück. Seht ihr, das begeistert mich. Wow. Wow. Soll ich euch etwas sagen? Gott möchte, dass wir mit einem lauteren Wow leben. Wir müssen das Staunen wieder lernen. Wow. Euer Herz schlägt 35 Millionen Mal im Jahr. Ich sehe schon. Der Rest der Veranstaltung wird sehr gut werden, oder? Ihr habt 96.000 Kilometer Blutgefäße in eurem Körper. Seht ihr? Das ist gut. Okay, ich glaube, Gott will, dass ich jetzt über etwas anderes spreche. Lasst eure Beziehungen nicht schal werden. Vor allem nicht die zu eurem Ehepartner. Bürdet der anderen Person auch nicht die ganze Verantwortung auf. Kommen wir zum nächsten Punkt, über den ich sprechen will. Das ist eine weitere Möglichkeit, jeden Tag besser zu machen. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden als dem besten Leben, das ihr haben könnt. Weigert euch einfach. Wisst ihr was? Mir gefällt 1. Mose 11, Vers 31. Ich habe erst vor 2 Wochen auf meiner Frauenkonferenz darüber gesprochen. Da heißt es, Terach nahm seinen Sohn Abram, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran. Jetzt passt auf, Vers 31. Und verließ Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Was war also das Ziel? Kanaan. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Was für eine Lektion!
Viele Menschen fangen in ihrem Leben etwas an, doch irgendwann sind sie dann müde und erschöpft. Sie geben sich mit etwas zufrieden, das zwar nicht ganz dem entspricht, was sie sich vorgestellt haben, aber etwas, mit dem sie glauben, leben zu können. Ich frage mich, ob ihr euch mit eurem Leben einfach arrangiert habt. Oder ob ihr das Leben führt, das ihr wirklich führen wollt. Seid ihr auf dem Weg zu dem Leben, für das Jesus gestorben ist? Oder habt ihr irgendwann aufgegeben und beschlossen, es zu nehmen, wie es ist? Das tun so viele Menschen. Wenn ihr mitten in Kansas wohnt, obwohl ihr lieber am Meer wohnen würdet, solltet ihr nicht aufgeben und einfach beschließen, an einen Fluss zu ziehen. Gebt euch nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden, da Gott euch für Herausragendes bestimmt hat. Wisst ihr, was das Wort mittelmäßig bedeutet? Ein Leben auf halbem Weg zwischen Erfolg und Versagen. Ihr seid keine Versager, aber ihr würdet auch nicht von euch behaupten, wirklich erfolgreich zu sein. Wenn es euer Ziel ist, euren Ehepartner bedingungslos zu lieben, begnügt euch nicht damit, ihn nur zu tolerieren. Wow. Wenn ihr anfangt, die Bibel zu studieren, weil ihr Gott wirklich kennenlernen wollt, dann begnügt euch nicht damit, jeden Tag ein Kapitel zu lesen, um sagen zu können, dass ihr Zeit mit Gott verbracht habt. Wenn ihr euch vorgenommen habt, 10 Kilo abzunehmen, gebt euch nicht mit 2 Kilo zufrieden, nur weil ihr Hunger habt. Denn dann nehmt ihr diese 2 Kilo wieder zu und sogar noch mehr. Okay, lasst uns für einen Moment das Was-wäre-wenn-Spiel spielen. Was wäre, wenn ihr heute den Entschluss fassen würdet, euch Gott ganz hinzugeben? Wenn ihr sagen würdet, von jetzt an lebe ich nur noch für Gott. Oder was wäre, wenn ihr eure Probleme angehen würdet, statt vor ihnen wegzulaufen? Euer Leben könnte sich innerhalb eines Jahres grundlegend verändern, wenn ihr anfangen würdet, euch mit den Dingen auseinanderzusetzen, statt euch vor ihnen zu verstecken und zu hoffen, dass sie sich in Luft auflösen. Hier ist noch eine gute Idee, die euch helfen kann. Was wäre, wenn ihr heute beschließen würdet, nichts mehr aufzuschieben? Wow. Was wäre, wenn ihr euer Allerbestes geben würdet, statt euch mit Durchschnittlichem zu begnügen? Was wäre, wenn ihr nie wieder etwas Negatives aussprechen würdet? Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sich euer Leben dann verändern würde? Was wäre, wenn ihr euch nie wieder über etwas beklagen würdet? Was wäre, wenn ihr wirklich glauben würdet, dass der Teufel ein Lügner ist und ihr ihm nie wieder zuhören werdet? Die Bibel enthält viele Verse, in denen es darum geht, dass wir unser Bestes geben sollen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wir können keine Teilzeitchristen sein. Das Christsein besteht nicht nur aus einer Veranstaltung am Sonntagmorgen. Es fordert alles, was wir haben. Und ihr, die ihr hier seid, wisst das, denn immerhin ist dies ein Freitagmorgen. Ihr werdet heute Abend und vielleicht auch morgen früh wiederkommen und am Sonntagmorgen bestimmt in die Kirche gehen. Ich will euch einen Vers vorlesen, 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit kompromisslos predigt. Ist das nicht gut? Ich will euch etwas sagen. Ich habe das bereits an anderer Stelle gesagt, aber ich will auch euch dieses sagen. Ich weiß nicht, was ihr glaubt, was wir auf der Erde tun. Aber die Zeit, die wir hier verbringen, ist im Vergleich zur Ewigkeit erbärmlich kurz.
Tatsache ist, wir regen uns oft über Dinge auf, die bei näherer Betrachtung völlig unbedeutend sind. Ich glaube, dass wir hier einen viel größeren Teil unserer Zeit damit verbringen sollten, uns auf dort vorzubereiten. Habe ich recht? Ich weiß nicht, was ihr glaubt, aber ich bin der Meinung, dass Jesus bald wiederkommt. Es gibt nur wenige Zeichen der Endzeit, die noch nicht erfüllt sind. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu meinen Lebzeiten wiederkommt, aber ich habe das Gefühl, es wird bald sein. Vielleicht denkt ihr, dass schon der Apostel Paulus sagte, dass Jesus bald wiederkommt, aber genau deshalb sind wir diesem Zeitpunkt jetzt näher als er damals. Das nächste, was ich euch ans Herz legen möchte, ist, investiert in euch selbst. Das mag sich seltsam anhören, aber wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann tut etwas für euch. Das müsst ihr erst einmal verdauen, oder? Wisst ihr was? Die menschliche Natur ist nicht besonders schlau. Wer einen schlechten Tag hat, bestraft sich oft noch selbst. Doch das macht alles nur noch viel schlimmer. Vielleicht fragt ihr euch, was kann ich denn für mich tun? Ich kann doch nicht jedes Mal, wenn ich einen schlechten Tag habe, shoppen gehen. Das will ich damit nicht sagen, aber wenn ihr einen schlechten Tag habt, geht zum Beispiel raus und macht einen Spaziergang. Neulich ging ich morgens spazieren und habe Gott für etwas gedankt, für das ich ihm, glaube ich, noch nie gedankt habe. Ich sagte Gott, ich danke dir für all die Farben. Stellt euch einmal vor, alles hätte dieselbe Farbe. Das wäre langweilig, selbst wenn es eure Lieblingsfarbe wäre. Es gibt so viele Farben auf der Welt. So viele Farben. Und bereits ein einfacher Spaziergang kann euch erkennen lassen, wie wunderbar Gott ist. Und wenn ihr das erkennt, macht das jeden schlechten Tag besser. Sitzt nicht nur zu Hause herum und denkt über eure Probleme nach. Geht raus, macht einen Spaziergang. Trinkt eine Tasse Kaffee, wenn ihr Kaffee mögt. Trinkt eine Tasse Tee, wenn ihr Tee mögt. Tut etwas, gönnt euch eine Pediküre. Dave geht auch zur Pediküre. Nur falls ihr Männer jetzt sagt, das würde ich nie tun, ihr wisst nicht, was euch entgeht. Es fühlt sich wirklich gut an, wenn eure Füße massiert werden. Oder wisst ihr nicht, 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. So. Ich sage das seit ein paar Jahren immer wieder und ich werde es auch weiterhin tun. Investiert in euch selbst und achtet besser auf euch. Kauft lieber etwas teurere, aber dafür qualitativ hochwertige Lebensmittel. Ein Investor erwartet keinen Gewinn aus einer Sache, in die er nicht investiert hat. Listen to me. Do not expect. Deshalb erwartet nicht, dass ihr gesund bleibt und euch gut fühlt, wenn ihr nicht in euch selbst investiert und auf euch selbst Acht gebt. Ich glaube, das wird uns in der Bibel ausdrücklich befohlen. Ich kann euch sagen, bitte hört mir jetzt zu. Ihr werdet viel weniger schlechte Tage haben, wenn ihr anfangt, ein paar Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass ihr euch gut fühlt. Denn nichts ruiniert euren guten Tag schneller als ein ständiges Unwohlsein. Hab ich recht? Ich bin so müde. Wahrscheinlich habt ihr mich all das schon sagen hören. Ich denke, ich werde noch etwas anderes finden, über das ich reden kann. Macht euch weniger Sorgen und verbannt den Stress aus eurem Leben. Nun komm, helft mir. Helft mir beim Lehren. Psalm 37, Vers 1. Ärgere dich nicht.
Als ich einmal über diesen Vers sprach, stand eine Frau auf und sagte, das bin ich, Schwester Ärger. Wir machen uns so viele Gedanken über das, was heute in der Welt vor sich geht. Oh, was sollen wir bloß tun? Die Menschen sind derart böse und schlecht. Nun kommt, lasst uns der Bibel glauben. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun, denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Gott wird für uns sorgen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unseren Teil tun müssen. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, wird Gott sich um sein Volk kümmern. Ganz gleich, was in der Welt vor sich geht. Ich werde manchmal gefragt, was denkst du über all die furchtbaren Dinge, die heutzutage passieren? Der Punkt ist, wir müssen tun, was wir tun können. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns hilft, wenn wir nicht unseren Teil tun. Aber wenn wir alles getan haben, was in unserer Macht steht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgt. Er wird es tun. Das ist einer der Gründe, warum wir den Menschen sagen, dass sie wählen gehen sollen. Vielleicht sagt ihr, die Person, für die ich meine Stimme abgebe, wird die Wahl vermutlich eh nicht gewinnen. Aber das spielt keine Rolle. Geht trotzdem wählen, denn wenn ihr das tut, kann Gott euch beschützen. Dann habt ihr euren Teil getan, ihr seid eurer Pflicht als Bürger nachgekommen. Wenn ihr nicht wählen geht, solltet ihr euch auch nicht über das beklagen, was in eurem Land vor sich geht. Wir denken immer, sie müssen eine Lösung finden. Aber wer sind sie? Wir sind sie. Hört auf, euch beunruhigen zu lassen. Hört auf, euch über alles zu ärgern. Warum tun die Menschen nicht mehr für sich selbst? Soll ich euch sagen, warum es hier ganz still wurde, als ich sagte, tut mehr für euch selbst? As Christians, dafür gibt es mehrere Gründe. Manche Christen haben eine unausgewogene Sichtweise, weil es in der Bibel heißt, dass wir ein aufopferndes Leben führen sollen. In Römer 12, Vers 1 werden wir aufgefordert, uns mit unserem ganzen Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer für Gott einzusetzen. Aber in Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass Jesus sagte, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Der eine Vers sagt uns also, dass wir alles opfern sollen und der andere, dass wir unser Leben in seiner ganzen Fülle genießen dürfen. Aber Paulus sagte, wir brauchen den ganzen Ratschluss Gottes. Wenn in eurem Leben also keine Ausgeglichenheit herrscht und ihr im Hinblick auf biblische Prinzipien immer auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd fallt, ist das ein Problem. Wir brauchen Ausgeglichenheit. Ich kann opfern, was ich opfern muss, aber lasst mich euch etwas sagen. Ich habe vor 20 Jahren einen Entschluss gefasst und dieser lautet, ich werde mein Leben genießen. Denn ich glaube, es gibt nichts, das den Teufel mehr ärgert, als zu sehen, dass wir jeden Tag, den Gott uns schenkt, genießen. Ich möchte euch helfen, dass ihr nicht so viele schlechte Tage hintereinander habt, dass es schließlich eine schlechte Woche wird und dann ein schlechter Monat, ein schlechtes Jahr und wenn ihr nicht aufpasst, ein schlechtes Leben. Das sollten wir von Anfang an versuchen zu verhindern. Zum Schluss möchte ich euch noch Folgendes ans Herz legen. Geht vorwärts und fürchtet euch nicht ständig vor all den Dingen, die passieren könnten, wenn ihr aus dem Boot steigt und ein kleines Abenteuer erlebt. Ich fahre jeden Tag denselben Weg zur Arbeit. Ich habe diese Route so satt, dass ich schreien könnte, aber ich werde keine andere nehmen, weil ich sonst mich verfahren könnte. Mir gefällt die neue Mode, die gerade jeder trägt, aber ich selbst werde sie ganz sicher nicht tragen. Ich habe mir vor einiger Zeit etwas gekauft, aber irgendwie schaffe ich es nicht, es anzuziehen, wenn ich das Haus verlasse. Und das ist eine Jeans mit Löchern drin. Kürzlich habe ich sie angezogen und Dave gefragt, was er davon hält. Er sagte, ich finde, das bist nicht du.
Er sagte, du solltest sie lieber weggeben. Wie ihr seht, bin ich mittlerweile etwas abenteuerlustiger geworden. Wisst ihr warum? Weil ich Lobpreisteams habe, die so sind? Ich gebe ein Statement ab. Ich bin offen für neue Dinge. Versteht ihr? Das meine ich ernst. Wisst ihr, ob ihr nun Löcher in eurer Jeans habt oder nicht, hat keinen Einfluss auf Gottes Kraft und Segen in eurem Leben. Es ist euer Herz, auf das es ankommt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in unserer Altersgruppe festhängen. Nun kommt, ich versuche euch zu helfen. Sitzt nicht herum wie ein christlicher Sauertopf, der alle verurteilt, die nicht so sind wie ihr und sagt, bla bla bla, Erika, das ist nicht unsere Art, Dinge zu tun. Kommt, entspannt euch ein bisschen. Hört auf, Menschen zu verurteilen und zu kritisieren, weil sie anders sind als ihr. Fühlt euch in eurer Haut wohl und lasst andere sich in ihrer Haut wohlfühlen. Wisst ihr, es ist erstaunlich für mich, was Gott im Leben von Menschen tut, die einfach vorwärts gehen und etwas ausprobieren. Wenn ich auf manche Dinge zurückblicke, die ich schon getan habe, erschreckt mich allein der Gedanke daran. Aber wisst ihr was? Wir sollten nicht immer alles beim Alten belassen. Wir sollten nicht nur nach Kanaan aufbrechen wollen, um uns dann in Haran niederzulassen. Viele Menschen lassen sich von ihrem Schmerz gefangen nehmen und kommen nie darüber hinweg. Sie leben dauerhaft damit. Auf unserer letzten Frauenkonferenz habe ich ein großes Parken-Verboten-Schild mit auf die Bühne gebracht. Bringt euer Leben aus der Parkzone heraus. Legt einen Gang ein und fahrt los. And let's make up for some of the. Es ist eine Tatsache, dass 70% der Menschen ihren Job hassen. Sucht euch doch einen anderen. Dann gibt es vielleicht nichts mehr, über das ihr euch beklagen könnt. Möglicherweise müsst ihr dann sogar sagen, ich liebe meine Arbeit. Wisst ihr was? Ich liebe, was ich tue. Ich fühle mich nie, als ob ich zur Arbeit gehe. Ich liebe, was ich tue. Viele Menschen behalten ihren Job, obwohl sie ihn hassen, weil sie gut bezahlt werden. Aber kein Geld der Welt ist es wert, dass ihr ständig unglücklich seid. Kein Geld der Welt ist es wert, dass ihr ständig unglücklich seid. Nein. Es heißt, die meisten Menschen, die ihre Arbeitsstelle hassen, tun das, weil sie ihren Chef nicht mögen. Dazu will ich euch etwas sagen. Vielleicht habt ihr einen lausigen Chef, aber vielleicht passt es euch auch nicht, wenn euch jemand sagt, was ihr tun sollt. Oh, habe ich das gesagt? Ich kann gar nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Das ist mir so herausgerutscht. Ich wollte das nicht sagen. Nun kommt. Ihr könntet viel glücklicher sein, wenn ihr wollt. Im Ernst. Ihr müsst nur ein bisschen an eurer Einstellung feilen. Also, lasst uns unsere Einstellung ein bisschen anpassen. Lassen Sie sich von Dingen, die Sie ohnehin nicht ändern können, nicht länger einschüchtern und unglücklich machen. Ändern Sie stattdessen Ihren Blickwinkel. Erlauben Sie Gott, Ihre Probleme dafür zu gebrauchen, sie zu verändern, und verändern Sie dann Ihre Umgebung. Haben Sie Fragen zur Sendung? Schreiben Sie uns. Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann unterstützen Sie uns doch dabei, weitere Vorträge von Joyce aufzunehmen. Denn wenn Sie uns bei der Erstellung dieses Programms finanziell unterstützen, vielleicht sogar regelmäßig, dann glaube ich, dass Ihnen das ein ganz anderes Empfinden für unsere Arbeit geben wird. Wer mitmacht, fühlt sich als Teil einer Sache. Also lade ich Sie ein, unser Partner zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Gott segne Sie!
In Afrika wird die Sendung Das Leben genießen von Joyce Meyer in bereits 17 Sprachen ausgestrahlt. Der Leiter von Joyce Meyer Ministries in Afrika, Brad Senecal, berichtet, dass gerade hier die Vorträge für zahlreiche Menschen eine große Hilfe sind. Viele von ihnen wissen, was Missbrauch bedeutet und haben selbst Traumata erlebt. Auch sie haben mit Identitätsproblemen zu kämpfen und müssen viele Konflikte bewältigen. Und sie wissen, was es bedeutet, das eigene Herz vor Verbitterung zu schützen. Die Geschichte von Joyce und ihren Erfahrungen sind für viele von großer Bedeutung, weil sie merken, hey, diese Frau versteht meine Situation. Ich kann vielleicht nicht ihre Sprache sprechen und kenne ihr Land und ihre Kultur nicht, aber sie spricht meine Sprache des Schmerzes, des Missbrauchs und des Leids. Die Lebensgeschichte von Joyce gibt ihnen neuen Mut für ihr eigenes Leben. Wenn es dieser Frau gelingt, dann kann es auch mir gelingen. It could happen for me. Über das Internet können auch in Afrika heute zahlreiche Menschen die Vorträge von Joyce ansehen. Ein Mobiltelefon hat in Afrika mittlerweile fast jeder. Es gibt hier momentan sogar mehr Handys als Menschen. Das ist also eine wirklich interessante Plattform. Wenn die Menschen hier ins Internet gehen, tun das 85% über das Handy. Deshalb haben wir kürzlich einige Webseiten online gestellt, unter anderem für Nigeria, Äthiopien und Kenia. Und wir erhalten begeisterte Rückmeldungen. So können wir direkt und regelmäßig mit den Menschen in Kontakt treten. Gleichzeitig verschenkt Hand of Hope Bücher von Joyce Meyer, die in 45 afrikanische Sprachen übersetzt wurden. Was mich immer wieder am meisten bewegt, sind die persönlichen Begegnungen mit einzelnen Menschen. Jeder von ihnen hat eine einzigartige Geschichte. Jeder von ihnen hat seine ganz persönlichen Herausforderungen und Schmerzen zu bewältigen. Aber Gott liebt jeden Einzelnen auf eine ganz besondere Art, in jedem Land und aus jeder Kultur. Das ist es, was mich regelrecht überwältigt. Is what blows me away. Unterwegs im Leben holt man sich schon mal den einen oder anderen Kratzer. Schwamm drüber. Aber handfeste Kränkungen können das Leben vollständig lahmlegen. Wie überwindet man Zorn und Bitterkeit? Lesen Sie dazu das Buch von Joyce Meyer, Tu dir selbst einen Gefallen, vergib. Bestellen Sie das Buch Tu dir selbst einen Gefallen, vergib, jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411.